Und das Eis fällt runter und dann werden sie abgedeckt. Der eine ist erwachsen und der andere nicht? Genau. Das heißt, dein Kollege hat eine Zigarette aus einem Aschenbecher im Supermarkt gegessen. Das Ding ist, ich stehe auf meine Schwester. Kleinen Schluck vom Messewein. Liebe Gemeinde, liebe Angehörigen, liebe Mitglieder unseres Gemeinderats. Willkommen zum heutigen Beichtstuhl. Ich freue mich ganz besonders darauf, die heutigen Beichten von Ihnen entgegenzunehmen. Also ich komme aus Oberösterreich und bin mit einer Freundin in die Stadt gegangen. Und wir haben Zigaretten gefunden und haben die dann geraucht. Ja. Wie alt bist du? 13. Du bist 13 und hast Zigaretten geraucht? Ja. In meinen Augen bist du dafür einfach Abschaum. Du möchtest dieser Beiste gerne nun Ablass leisten, ist das richtig? Ja. Wenn du tatsächlich möchtest, ist es für mich gar kein Problem. Du kannst gerne einen meiner Ablassbriefe kaufen. Die gibt's unten im Shop. Die kosten 22 Euro. Ich hab kein Geld. Du hast kein Geld? Dann bist du hiermit aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Mach's gut und tschüss. Ehrenmann, Bro. Schönen guten Tag, wie kann ich helfen? Guten Tag, ich grüße Unge. Falsch. Nein, ich würde gern richtig angesprochen werden. Erstmal, Vater, ich habe gesündigt. Vater, ich habe gesündigt. Wie hast du gesündigt, mein Sohn? Wie kann ich dir helfen? Ich habe Geld für Paluten-Merch ausgegeben und bin kein Zap bei dir. Nein, ah. Du hast dein Geld für etwas ausgegeben, was dem kapitalistischen Wesen entspricht. Hat es dich denn glücklich gemacht, diese Produkte zu erhalten? Eine kopierte Unterschrift, ja. Eine kopierte Unterschrift, nichtmals eine Originalunterschrift. Richtig. Und bist du nun enttäuscht von deinem großen Idol, Paluten? Freedom, lange Zeit her. Bist du dir sicher, dass du das Geld nicht hättest woanders investieren können, tatsächlich? Zap. In einen Zap bei mir. Richtig. Gaming Adrich, mach dir einen Vorschlag, okay? Okay. Was wäre, wenn du einfach das Merch von Paluten zurückschickst und dann einfach dafür 5 Subgifts bei mir raushasselt, um deiner Sünden Ablass zu tun? Ja, Freedom Pulli ist da noch von früher. Ja, schon lange her. Gaming Adri, vielleicht packst du diesen Pullover mit dieser Originalunterschrift, die nicht kopiert ist, einfach auf eBay, bietest das Ganze da an und kaufst damit dem Geld 5 Subgifts, um deine Sünden hier wieder loszuwerden. Das kriegen wir hin. Gaming Adri, auch dir noch einen schönen Tag und besinnliche Festtage wünsche ich dir. Deinen Sünden ist nun Ablass geleistet. Dankeschön. Gleichfalls. Ich weiß gar nicht, was so ein Pastor sagt. Ich war nie in der Beichte. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist vom Pastor angefasst werden. No sexual. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Vater, ich habe gesündigt. Deine größte Sünde ist erstmal dein absolut beschissener Sound. Machen wir weiter. Flo, wie kann ich dir helfen? Ja, wie soll ich sagen? Mein Lehrer hat mich gefragt, warum ich so schlecht in der Schule bin. Und ich sollte lange darüber nachdenken. Und im Endeffekt kam ich einfach zum Schluss, ich bin dumm. So ist das halt, Digga. Du bist dumm, Florian. Ja, ich bin einfach dumm. Das heißt, du hast große Probleme mit deinen Noten, bist dir nicht sicher, wohin es in die Zukunft gehen soll und weißt nicht, was eventuell auf dich zukommen mag, richtig? Ja. Und du bist dir nun ziemlich sicher, dass du dumm bist. Ja. Auch an der Stelle kann ich dich beruhigen. Ich muss dir leider absolut recht geben, weil wer bei so einem Scheißformat freiwillig mitmacht und sich im Internet lächerlich macht, der kann nur absolut dumm sein. Real Talk. Demon-chan, wie kann ich dir helfen? Guten Tag, ich... Moment, stopp. Wie fangen wir an? Ich grüße Simon Unge. Falsch, Simon Unge wird dir nicht gegrüßt. Simon Unge kann sich ins Knie f***en. Okay, von mir höchstpersönlich. Du sagst, ich möchte Vater, beichten. Nein, stopp. Vater, ich habe gesündigt. Vater, ich habe gesündigt. Sehr gut. Beichte. Ich habe Boku no Pico geguckt und ich habe es nicht schlimm gefunden. Was hast du geschaut? Boku no Pico. Was ist das? Also, es ist ein... Hentai-Anime? Hentai? Ich dachte jetzt mal Hentai. Und es geht um einen Junge und, also, es geht hauptsächlich um einen Junge, der kleidet sich wie ein Mädchen und der trifft einen anderen Junge, aber der ist erwachsen und der andere Junge ist halt klein. Und dann essen sie Eis in einem Auto und das Eis fällt runter und dann werden sie abgeleckt und dann warte mal, der eine ist erwachsen und der andere nicht? Genau. Das ist also ein Kind und ein Erwachsener. Genau, und sie essen zusammen einfach Eis in einem Auto. An der Stelle kann ich dich als Kirchenoberhaupt beruhigen, das ist was völlig Normales. Das freut mich, vielen Dank. Dankeschön. Ach, nicht warten, es wurde gesündigt, wir machen weiter. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo. Ja, ich 14 möchte gerne was... Stopp, Moment. Vater, ich habe gesündigt. Vater, ich habe gesündigt. Was hast du getan, mein Guter? Also, ich und ein Kollege waren halt vor einem Supermarkt. Mhm. Dort sind ja oft solche Aschenbecher.
Mhm. Und diese, wir haben dann, also mein Kollege hat dann eine Zigarette genommen. Aus dem Aschenbecher? Ja, wo schon benutzt war. Und die war ganz knapp. Und er wusste, er hat halt vorher noch nie geraucht. Ja. Und er hat dann halt den Mund zu einer O-Form gemacht, so. Ich habe halt extra ein Video davon gemacht. Und er hat halt gezogen und die Zigarette ist dann in seinen Mund reingegangen. Und wo ist die jetzt? In seinem Magen. Und am nächsten Tag. Das heißt... Und dann ist er halt nach Hause gekommen und musste auf die Toilette und hatte halt die ganze Zeit Magenschmerzen und seiner Mutter muss er es halt erzählen und dann müsste sie zum Arzt gehen. Das heißt... Das heißt, dein Kollege hat eine Zigarette aus einem Aschenbecher im Supermarkt gegessen. Schon sozusagen. Und dann musste der halt zum Arzt und hat seinen Magen ausgesaugt bekommen. Und die Zigarette war auch im Magen drin? Weiß nicht, hat er mir nicht mehr erzählt. Aber ihm geht's soweit gut? Ja. Ach, hör mal, Luft, an der Stelle kann ich dich beruhigen. Die Sünde liegt auf jeden Fall nicht bei dir. Du hast alles Menschenmögliche getan, um deinen Kollegen vor dem Schlimmsten zu bewahren. Du hast ihn nicht zu dieser Tat angestiftet, oder? Wenn ich ja sage, ist es schlimm? Nein. Nee, hab ich nicht. Schönen guten Tag. Hallo? Hallo. Wir fangen an mit Vater, ich habe gesündigt. Mutter, ich habe gesündigt. War es gerade eine Ansage oder was? Vater, ich habe gesündigt, ich bin ein Mann. Vater, ich habe gesündigt. Dankeschön. Okay, darf ich jetzt erzählen? Natürlich. Also, meine Mutter hatte einen Freund, den ich nicht mochte. Mhm. Und der hat halt Kontaktlinsen getragen. Mhm. Und diese Kontaktlinsen standen im Bad. Okay. Und dann habe ich, wir hatten halt so Duftzeug und ja. Das war halt so eine Flüssigkeit. Und das habe ich in das Kontaktlinsenwasser reingetan. Und dann, einen Tag später, hat er die halt reingemacht und dann haben seine Augen gebrannt. Warte mal. Und meine Mutter... Ja? Meine Mutter hat gesagt, ob ich das war. Und ich so, nein, ich habe nichts gemacht. Warte mal, du... Dir ist bewusst, dass derjenige hätte blind werden können? Ja, ich war damals, ich glaube, 8 oder so. Ach so, dann ist es ja eigentlich in Ordnung, oder? Das ist ja dann vollkommen in Ordnung. Wie alt bist du jetzt? 16. Ja, dann ist ja vollkommen in Ordnung, oder? Also wenn du 8 gewesen bist, dann ist das ja voll in Ordnung. Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also du hättest tatsächlich jemanden damit erblinden lassen können. Glücklicherweise ist nichts passiert, oder? Ich hab's zugegeben. Ich hab mich auch entschuldigt. Es ist nicht passiert. Du hast dich entschuldigt? Es ist nichts passiert, ja. Und der Mann sieht heute noch normal? Ich glaube schon, ja. Und deine Mutter ist noch mit ihm zusammen? Nein. Dann hast du ja dein Ziel erreicht. Dann hast du ja dein Ziel erreicht. Alles Gute an der Stelle. Nein. Und wenn ich der Typ wäre, hätte ich auch nach dem Move spätestens ganz schnell die Biege gemacht. Flo, wie kann ich dir helfen? Hallo, Sebastian. Falsch! Mein Gott! Es heißt Vater, ich habe gesündigt! Es tut mir leid. Vater, ich habe gesündigt. Flo, erzähl es mir, was ist geschehen? Wir sind hier unter uns, oder? Wir sind unter uns, keiner hört mit. Das Ding ist, ich stehe auf meine Schwester, aber da gibt's ein Problem. Ja, das haben wir gerade schon gesagt. Du stehst auf deine Schwester, das ist das Problem. Nee, sie hat einen Freund. Ach so, das Problem ist, nicht, dass du auf sie stehst, sondern dass sie einen Freund hat. Nee, sie hat halt einen Freund. Und das ist das Problem an der Geschichte für dich. Ja. Nicht, dass du auf sie stehst. Nee, warum? Familie ist Familie, sag ich immer. Wo wohnst du, wenn ich fragen darf? Im Saarland? Ich komme aus Österreich. Ach so, ja gut, das erklärt einiges. Ihr seid aber sicherlich Stiefgeschwister, oder? Nee, ganz normal. Also gleichen Eltern. Du musst erkennen, Flo, dass das nicht in Ordnung ist. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo Frauen gibt, die tatsächlich aussehen wie deine Schwester. Such dir einfach eine Frau, die 1:1 so aussieht wie deine Schwester. Nimm sie mit zum Weihnachtsessen. Es wird ein paar komische Blicke geben, aber glaub mir, du bist glücklich danach. Ich vertraue dir jetzt. Moment, aber ganz kurz. Ja? Darf ich noch Simon Unge grüßen? Halt dein Maul.